Zunächst mal Casillas, heißt aber natürlich nicht, das haben die anderen auch gemerkt durch ihre Einsätze, dass das zementiert ist bis zur Weltmeisterschaft. Casillas wird Spielzeit brauchen bei Ancelotti und bei Real Madrid. Und für mich einer der besten auf dem Feld heute, eine große Überraschung, Antonio Candreva, der Teamkollege von Miro Klose bei Lazio Rom, beginnt für Italien. Giovanni, kleiner Tipp, wer macht's? Wer gewinnt das Elfmeterschießen? Ich glaube, die Italiener sind entschlossener. Also das ist natürlich... Dann lass ich mal den Experten sprechen. Das war schon lässig. Ganz frech. Wenn man nicht weiß, was man machen tut, also mach einfach so. Ja, da haben wir ja nun viele prominente Vorgänger. Zidane ist einer von ihnen. Und Panenka natürlich quasi der Erfinder dieses Elfmeters in die Mitte. Deutschland, Tschechien, EM-Finale 76. Xavi als erster für Spanien. Nochmal erstaunlich wenig in Erscheinung getreten. Das, was er sonst macht, Räume entdecken und Räume schaffen, das ist heute schlicht kaum vorgekommen, weil die Räume nicht da waren und weil viele, viele Mitspieler auch gar keine Kraft hatten, in Räume zu laufen. Akilani eingewechselt. Zweiter Italiener. Ja, gut Mara. Geschossen. Also Torwart war am Ball, Ilke Casillas. Aber gut geschossen. Hat sich früh für die Ecke entschieden, Casillas, und kann den doch nicht halten. Der Größenvorteil liegt bei Buffon. Buffon als 91, und das ist natürlich schon eine Erscheinung, wenn der da im Tor steht. In erster, der nächste Weltstar. Ähnlich, nur andere Seite, auch ganz knapp, auch Buffon früh in der Ecke und fast dran. Ja, Buffon war auch da, aber Iniesta hat einen guten Schuss und keine Chance für den Torwart. Tja, fast sowas wie Libero hat er gespielt. Daniele De Rossi in der Dreierkette, top organisiert. Der Mann von AS Rom. Tolle Partie auch von ihm. Zur Abwechslung mal hoch. Ja, da braucht man nichts zu sagen. Auch wenn der Casillas an die Ecke gewesen wäre, hätte den Ball nicht kriegen können. Die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist ja viel größer, wenn man hochschießt mit 11 Meter. Ja, das war schon Risiko. Was leicht er gesagt gemacht hat, das war schon Risiko. Schweißperlen auf der Stirn überall. Ganz sicher auch bei Shakira, da haben wir sie schon. Denn er ist dran. Piqué. Drei. Spanien zittert, Italien zittert. Und er starrt. Ja, bei den Spaniern war die drei Barcelona-Spieler zuerst am Ball und alle drei getroffen. Aber die haben noch ein paar. Die haben noch ein paar aus Barcelona, die kommen könnten. Weiter geht's mit Jovinko von Juve. Stimmt, da haben die Italiener besser gemischt. Zwei Römer, einer aus Florenz bislang. Jetzt der erste vom Meister Juve. Was war das denn für ein Anlauf, Giovanni? Sidesteps. Kurz und knackig. Ein, zwei Schritte und patsch. Ins Tor. Oh. Das ärgert sich ein guter Torwart. Der Druck wird natürlich nicht kleiner.
Der eine ganz einsam, die anderen Arm in Arm. Sergio Ramos. Der nächste Innenverteidiger. Ist das cool? Also bis jetzt hat alle Torschütze sehr gut geschossen. Jetzt ist Pirlo. Wer sonst? Hat, glaube ich, am längsten gebraucht von der Mittellinie bis zum Elfmeterpunkt. Pirlo gegen Casillas. Man muss sich das wirklich vorstellen, wir haben das vorhin schon gesagt, der Mann ist aussortiert worden bei Milan vor 2 Jahren. Welch ein Glück für Juve und wie der Blick, wie die Augen da immer wieder wandern, wo der hinschaut. Erfahren. Also der geht zum Ball, guckt den Torwart, nochmal Ball angeschaut, Torwart und dann Ball und Tor. Heißt auch, der muss rein von Matar, wenn Spanien drin bleiben will. So, im krassen Gegensatz zu dem, was wir im Spiel gesehen haben, als alle Chancen ungenetzt blieben, teilweise aus 5 oder 7 Metern, selten ein souveräneres Elfmeterschießen gesehen von beiden. Ja, von beiden Seiten. Also Torschützen sowie Torwart. Also Torwart war am Ball, aber gut geschossen und so geht's weiter. Und zwar jetzt Mann gegen Mann, Montolivo, der Mann mit der deutschen Mutter. Und wir Deutschen können doch Elfmeter schießen. Die Mutter aus Kiel wohnt inzwischen in Italien. Die Großeltern wohnen oben in Kiel. Fiebern sicher auch mit. Er hätte so gerne irgendwann mal in Deutschland gespielt. Vielleicht kommt der Moment noch für Montolivo. Jetzt ist er beim AC Mailand 28. Und bringt Italien in Führung und Spanien wieder unter Zugzwang. Busquets. Das sind jetzt die, die sich nicht ganz so sicher gefühlt haben. Sonst wären sie bei den ersten 5 dabei. Das stimmt schon. Und die Erleichterung ist ihm im Gesicht abzulesen, Sergio Busquets. Bei Barça B schon gespielt unter Guardiola 2007 und 2008. Der Bayern-Trainer hat ja erstmal im der zweiten Mannschaft in Barcelona angefangen. Da hat er Busquets entdeckt, ihn dann mit hochgezogen in die erste Mannschaft. Und seitdem ist er dort gesetzt. Es geht weiter mit Abwehrspielern, mit Bonucci. Jetzt wird es langsam eine Risikonummer hier. Oh ja. Ich habe es jetzt wirklich nicht beschreien wollen, aber ist so der Klassiker dann. Kein Schönspieler. Leonardo Bonucci, solides Handwerk, klasse gemacht, über 120 Minuten, aber 11 Meter. Na dann, der Weg scheint frei für Jesus Navas. Nichts getroffen in der Primera Division. Mal schauen, ob er es vom Punkt kann. Spanien gegen Brasilien lautet das Finale des Confed Cups 2013. Ja, das hat viele Brasilianer erwartet, das letzte Spiel, das Finale gegen Spanien zu spielen. Also jetzt ist soweit. Wir hoffen, ein schönes Spiel am Sonntag im Maracanã-Stadion Rio de Janeiro. Alles, was im Spiel fehlte, Präzision, Genauigkeit, das war im Elfmeterschießen da, und zwar vom ersten bis zum letzten Schützen. Den frechsten Elfmeter hat Candreva geschossen für Italien. Sie haben eine freche, eine hochmotivierte, eine couragierte, eine großartige Leistung gebracht, Italien. Und sind jetzt doch unglücklich unterlegen gegen die Mannschaft, die einfach alles gewinnt auf höchstem Niveau. Heute allerdings mit sehr, sehr viel Glück. Kleines Fazit von Ihnen noch, Giovanni Elber. Danach geht es weiter mit Matthias und Mehmet. Ja klar, wenn man so ins Spiel kommt und zum Elfmeterschießen geht, will man auch gewinnen. Aber die Italiener, für mich, hat sehr gut gespielt, 90 Minuten lang, sogar Verlängerung gut gespielt.
Aber die Spanien, die sind wieder so abgeklärt, mit ein bisschen Glück, ja, sind sie ins Finale. So, das ist die Entscheidung. Das war's. Jesus Navas bringt Spanien ins Finale gegen Brasilien. Das allerdings hat heute so viel Kraft gekostet, dass das eine ganz schwere Nummer wird gegen die Gastgeber. Hat Spaß gemacht. Giovanna Elbe war ein bisschen länger jetzt als geplant. Wir freuen uns auf die WM mit Ihnen als Experten. Vielleicht noch ein Gruß an den Mehmet daheim in Deutschland. Ja, mir hat sehr viel Spaß gehabt, hier oben das Spiel anzuschauen. Und Mehmet Scholl, also 2014, Junge, sehen wir uns hier. Dankeschön, Giovanna. Und damit rüber zu Matthias und Mehmet nach Deutschland. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank, Giovanna. Die Grüße sind angekommen. Ja, was für ein Elfmeterschießen.